Hallo Dominik. Wo muss ich hingucken? Hi Baby, bis gleich. So, herzlich willkommen zurück bei den Sender Boys. Heute wieder aus Green Hill Bike Park. Im Hintergrund hört ihr den Dom, der seine Bremse irgendwie versucht in den Griff zu kriegen. Ich hoffe, du filmst das. Oh, liebe Freunde, jetzt geht's hier los auf der Sölden Bike Republic Line. What? ETC. Viele fragen sich, aber da hat es auf sich mit der Kooperation. Wir können euch schon mal sagen, aus direkt erster Hand. Bucht ihr ein Ticket in Green Hill, bekommt ihr einen Rabattcode für ein Ticket in Sölden. Also, das ist auch schon mal eine geile Geste. Ja. So, Bruder, let's fetz. Full Send in Sölden. Oh, fühl ich. Oh. Wow, oh, der war mal nah. Oh, mein Gott, was ist denn hier los? Wo kommt der denn her? So, durch Wald und Wiesen führt die Line. Also bisher noch ganz geil. Finde ich gar nicht schlecht. Ja, das ist jetzt irgendwie nicht so geil. Der Anfang war Premium. Oh, und Rob. Hopp. Oh, oh, ins Flat. Oh. Okay. Das sah eher nach schnell aus. Viel zu lang. Ihr könnt also schön langsam fahren. Ja, geht alles schneller. Ja, das schlängelt sich jetzt hier so an der Wiese entlang. Hier kommt man in die Versuchung, sich hinzusetzen. Ja, meine Freunde, das war die neue Söldenlein. Und dann ist man hier unten. Am Kamener Kreuz wieder angekommen. Boah. Der Anfang war Bombe. Der Anfang war cool, mittendrin so ein bisschen. Ja, dann wurde es immer schlechter. Ja. Da steht auch Bike Republic Sölden Line. Da geht's doch noch weiter. Ach so, die haben sie umbenannt. Okay. Ja. Das ist doch nach unserem Gusto. Geil, geil, geil. Oh, der Hecken ist im Modus, er nimmt das direkt hier mit. Jawohl. Wow. Wow. Falscher Aufsatz genommen. Ah, meine Eier. Eieieiei. So, liebe Leute, ich kann es immer nur sagen, ich finde das Easy-Loop-System scheiße. Ja, ich weiß nicht, warum so viele das gut finden. Mir ist jetzt einfach an der Doppelbrückengabel einfach die Klammer abgesprungen. Einfach ab. So, Freunde, es ist passiert, was noch nicht passiert ist bisher. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt, aber der Lift hat den Hecken rausgeworfen. So, jetzt suchen wir den mal. Der muss wohl irgendwo hier stehen gleich. Dann schauen wir mal. Hier ist er auch nicht.
zur nächsten Etage. Ach, da unten könnt ihr am Kamer Kreuz sozusagen. Gucken wir mal. Wenn hier hier weht der Wind aber schon auch gewaltig durch den Wald. Ne? Ach, der Wind behindert. Oh, auch hier ist keiner. Da ist er ja. Junge, Junge. Lange von da oben nach hier unten. Jetzt, wo wir telefoniert haben? Ja. Ja, ich stand da in diesem Rondell, weißt du? Dann musste ich Helm aufsetzen, hoch, aber so lange dauert das jetzt. Ja. Krass, Alter. Ist der jetzt der oben, der schon unten? Ey, ich steh, fahr so, ne? Weg. Ich so, voll erschrocken, fall fast hinten runter und das Ding ist nicht angehalten, ne? Ja, ja. Der kam mir immer näher. Ich hing da, musste erstmal, irgendwann, da musste ich den Berg irgendwie so runter. Er kann doch nicht wahr sein. Nee, kann doch nicht. Stell dir vor, das wäre mir am Steinstück passiert. Ja, ja. Das darf nicht passieren. Ja. Einfach ziehen lassen. Ja, ich die da oben getroffen am Labern. Ne? Die so, ist der Hecken auch da? Ich sag, ja, der ist doch hier hinter. Ich sag, wo ist der? Ne? Ja. Du erschreckst dich ja. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Was war das denn? Dann gucke ich, wie ich auf einmal so nicht mehr vor und rollte. Und dann sehe ich das Ding so blub, 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 blub. Ja, dann ziehst du Hinterradbremse, dann geht das Ding nach hinten. Ja. Naja. Back up.de. Ja, nicht Tuxedo, ne? Ja, gleich, genau. Rein in das Wurzelfeld hier. Boah. Sind wir den Bewohner gefahren? Ja. Der war Aufzug, wa? Ich finde das Ding überhaupt gar nicht geil, aber... Eigentlich ist es ja geil, wenn du da richtig geil schnell reinkommst. Da landest du auch nicht so doof. Ja, ne? Da ist halt keine Steine. Du landest ja nur im Flat. Da ist ja nichts, was dich runter hat. Deswegen, das ist immer... Egal. Fahr vor. Ich muss mit meiner Bremse erst noch klarkommen. So. Geil, geil, geil. So, wo sind wir hier? In Kanada. Tuxedo. Weißt du, ein Anzug? Ich kenne nur den Jackie Chan Film. Boah! Ey, ja. Geil. Ich habe ja keine Bremsen, ne? Das ist richtig Abfuck. Ja, hier brauchst du Hinterradbremsen. Ja, ich kann die, krieg die nicht zum Blockieren. Die blockiert noch nicht mal. Ja. Also ich habe auch auf dem Hochfahren gemerkt, jawohl, Nico. Nico Nonchef. Hallo. Fährst schon was länger Fahrrad, oder? Boah, seit einem halben Jahr. Ja. Ja, wir versuchen gerade irgendwie die Bremse hinten wieder ein bisschen hinzukriegen. Da ist irgendeine Sippe drauf. Also Matschematte mit Wasser. Ja. Und dann schön. Und dann einfach oben in der Belege reinfolgen. Hast du Wasser? Ja. Hast du Wasser? Ja, hab ich. Aber jetzt nicht hier. Und am Auto. Ja, hast du Wasser? Ja, am Auto habe ich Wasser. Aber hier natürlich nicht. Okay, sollen wir weiter? I ride mal mit. Dann in Sandwich. Das ist
Was wollen Sie fahren? Ja, gute Frage. A good question. Good question. Ja, bauen Sie ein Blowrad? Das hört sich doch gut an. Jetzt mir einen Plan an. Juhu! Jawohl, Nico! Wie ein Behinderter da reingehauen und dann in die Kurve geflogen. Oh. Schnell, zweimal langsam, schnell und dann schnell, schnell, schnell. Ja, ich fahre jetzt nicht nochmal nach unten, das sage ich dir. Den fahre ich jetzt. Boah, ja, ja, zu kurz. Junge, wie weit musst du springen? Alter, ey, die Leine ist auch irre.